Monster Hunter Rise Sunbreak ist wahrlich eine gigantische Erweiterung geworden und bietet haufenweise Stunden Jagdspaß, auch wenn sie nicht komplett frei von Fehlern ist, die aber nur selten wirklich stören. Hallo zusammen, hier ist Dennis Hiller von Gamers Global. Willkommen zu unserem neuesten Test. Zwei neue Gebiete, haufenweise frische Skills, stärkere Monster, Meisterrang und noch vieles mehr. Capcom tischt in Sunbreak eine Menge für Monsterjäger auf PC und Switch auf und so viel kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn ihr mit Rise nicht ganz zufrieden wart, dann dürft ihr euch die Erweiterung wieder versöhnen. Ich habe für diesen Test übrigens ausschließlich auf der Nintendo Switch gespielt. Vorweg noch zur Info, ich werde weder auf Monster eingehen, die Capcom noch nicht selbst angekündigt hat, noch werde ich das Endgame in der Tiefe behandeln. So könnt ihr alles selbst entdecken. Aber das will ich noch sagen, auch nach dem Abschluss der etwa 15 bis 20 Stunden langen Story ist noch lange kein Ende in Sicht in Sunbreak. Die wohl wichtigste Gameplay-Neuerung ist der Wechselkunsttausch. Letztlich bewirkt er, dass ihr zwei Sets an Moves mitnehmen könnt. Seidenbinderangriffe, Kombos, alles was das Herz begehrt. In einer Quest könnt ihr dann jederzeit zwischen der roten und blauen Schriftrolle wechseln und habt so immense Freiheiten. Ich habe Sunbreak hauptsächlich mit dem Langschwert und der Gewehrlanze gespielt. Der fliegende Wechsel zwischen dem Sakura-Hieb und einem anschließenden Helmbrecher ist ein immenser Komfortgewinn. In Kombination mit neuen Moves wie der Heiligscheiden-Kombo ist viel Raum für saftige Treffer und zum Rumexperimentieren. Allerdings kommt der Wechselkunsttausch natürlich auch mit einem K-Wert. Denn die ohnehin vollgepackte Controllersteuerung wird noch einmal komplizierter. Der Weg, bis wirklich alle Manöver so sitzen, wie sie sollen, ist lang. Wenn dann aber mal alles nach Plan läuft, dann ist das einfach nur enorm befriedigend und ihr werdet zum wahren Monster-Schreck. Apropos Monster, da gibt's natürlich einige neue, wie auch alte, die in ihrer Meisterrangform aber deutlich härter zuschlagen als ihre High-Rank-Versionen. Der zornige Rajang beispielsweise hat meine Jagdgruppe und mich ordentlich ins Schwitzen gebracht, wie auch der Basil Goyce, der es in einer Tour hat Bomben regnen lassen. Und damit hat Capcom wohl einen der größten Kritikpunkte am Hauptspiel erlegt, den vergleichsweise geringen Anspruch. Auch wenn wir mittlerweile eine gut eingespielte Crew sind, geschenkt wurde uns wirklich nichts. Das gilt auch bei den neuen Monstern wie dem Drachenältesten Malzeno. Mit seiner Vampirmechanik hat er uns fies durch die Zitadelle gescheucht und andauernd auf Trab gehalten. Aber das Hochgefühl, als der Saukerl nach 25 Minuten endlich das Zeitliche gesegnet hatte, das ist kaum in Worte zu fassen. Vom Design und dem Kampf her war aber der Lunagaron mein liebster Neuzugang. Mit dem Reißzahnbüvern ist dank seiner Frostmechanik nicht zu spaßen und wenn er wütend wird, verwandelt er sich in eine Art Werwolf. Einfach geil. Doch auch der Garangolm oder Rückkehrer aus alten Teilen wie Shagaru Magala, Gor Magala, Astalos oder Subspezies wie der Blutbescharten und der Magmadron sorgen für eine Menge Abwechslung und coole Jagdmomente. Alle Monster und auch Moves würden hier den Rahmen sprengen. Lasst euch aber gesagt sein, langweilig wird euch lange nicht werden. Das liegt nicht zuletzt auch an den haufenweisen neuen Waffen und Rüstungen. Da die Randale-Missionen der Vergangenheit angehören, könnt ihr eure Meisterrangwaffen nun mit speziellen Dekorationen aufwerten. Kombiniert mit spannenden neuen Skills gibt es also enorm viele Möglichkeiten zum Experimentieren und Millmaxen. Auch eure Begleiter haben Überarbeitung erfahren. Die Palikos können nun geheime neue Techniken erlernen, mit denen sie euch beispielsweise durch einen kleinen Drachenspeer supporten und die Palamutes sammeln nun fleißig Zeug ein. Außerdem könnt ihr einen Palikospeer nutzen, um einen weiteren, einmal nutzbaren Schnellreisepunkt zu haben. All diese Hilfen sind auch wichtig, denn die großen Monster hauen extrem heftig zu und tracken euch besser hinterher als bisher. Ihnen auszuweichen ist wirklich eine Herausforderung und kann bisweilen schon nerven. Außerdem sind sie durch ihre großen Lebenspools teilweise sehr tanky geworden. Alles für mehr Herausforderungen ist schon klar, aber da hätte Capcom doch sicherlich auch andere Wege gefunden. Wenn ihr keine realen Mitspieler habt, hat Capcom auch an euch gedacht. In den nur solo spielbaren Anhänger-Quests werdet ihr von NPCs begleitet, die sich erstaunlich clever verhalten. Sie steigen auf Monster auf und reiten sie, heilen euch, hauen zu und so weiter. Weiter gibt es einige Komfort-Features.
Endlich dürft ihr die Intensität der Grafikeffekte eurer Attacken am Monster herunterregeln, sowohl für euch als auch für eure Mitspieler. Dadurch ist mehr Übersicht gegeben. Den Wyvern-Ritt könnt ihr nun wie gehabt über einen Angriff ausführen oder erst manuell, nachdem ihr eure Waffe weggesteckt habt. Und den Wandlauf startet ihr nun ohne Seilkäfer, was bei der Erkundung immens hilft. Im Kampf könnte das aber zu Problemen führen, daher dürft ihr auch hier eine entsprechende Feineinstellung vornehmen. Die zwei neuen Schauplätze, Dschungel und Zitadelle, sind Capcom immens gut gelungen. Es gibt viele kleine und große Geheimnisse zu entdecken, ihr findet immer wieder sinnvolle Abkürzungen und die Laufwege wurden meinem Eindruck nach ebenfalls etwas reduziert, was hilfreich ist, wenn ihr keinen Palamute dabei habt. In der Kantine könnt ihr nun eure Dangos mit hüpfenden Spießen verstärken. Das verringert zwar die Aktivierungschance der Fähigkeiten, erhöht aber ihre Stufe. Ob sich das für euch lohnt, müsst ihr selbst wissen. Die neue Koch-Cutscene ist in jedem Fall super. Ganz allgemein ist der Stützpunkt Elgado sehr schön geworden. Anders als in Kamura erreicht ihr alles, ohne Zonen wechseln zu müssen. Andere Spieler in eurem Lager sind stets zu sehen, sodass es sich wirklich nach einem gemeinsamen Jagdtrip anfühlt. Und die Hintergrundmusik ist einfach nur fantastisch zum Ausspannen und Setbauen. Erjagen wir mein Fazit. Ich brauche es nicht schönreden, mein Hype auf Sunbreak war immens. Kein Wunder, schließlich hatte ich schon haufenweise schöne Stunden mit Rise und meiner Jagdgruppe im letzten Jahr. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Team Waldbrand, ihr seid super. Aber trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser Vorfreude war ich auch etwas skeptisch, was die gigantische Erweiterung angeht. Denn das Hauptspiel hatte durchaus seine Probleme, besonders in Sachen niedrige Schwierigkeit und lasches Endgame. Hier kann ich freudig berichten, dass Capcom sich das Feedback der Fans zu Herzen genommen hat. Im Meisterrang wird euch nichts geschenkt. Jede Jagd ist ein harter Kampf und ihr müsst alle Register ziehen, um siegreich hervorzugehen. Dabei hilft natürlich der Wechselkunsttausch, auch wenn er am Anfang gewöhnungsbedürftig ist. Habt ihr ihn aber verinnerlicht, ist er ein riesiger Gewinn bei der Monsterhatz. Auf die zahlreichen neuen Helferwesen wie die Puppenspinne, mit der ihr Monster mit Schmackes gegen eine Wand scheppern könnt, kann ich hier gar nicht groß eingehen. Das würde wirklich jeglichen Rahmen sprengen. Die Entwickler haben aber viel gemacht, um die Jagd noch dynamischer und vielfältiger zu machen. So richtig Grund zur Beschwerde habe ich also nicht. Dass die Viecher euch teils extrem tracken, kann nerven, besonders wenn ihr solo unterwegs seid. Aber stark gestört hat mich das letztlich nie. Mit den Anhängerquests bekommen auch Einzelkämpfer etwas Unterstützung und das Endgame lockt mit unzähligen Stunden Spielspaß. Ich kann es kaum erwarten, mit allen anderen Waffentypen herumzuexperimentieren, Sets zu bauen, Skills zu testen und hunderte Monster zu verdreschen. Wenn Capcom auch nur ansatzweise so viel Content durch Inhaltsupdates liefert wie versprochen, dann stehen goldene Zeiten bevor. Sicher, der Umfang von Sunbreak mag nicht ganz so sein wie der von Iceborne damals. Aber die knapp 40 Euro sind allemal gut investiertes Geld, denn die Erweiterung ist im Prinzip noch einmal ein ganz eigenes Spiel. Meine Note lautet 9.0 von 10. Diesen Test gibt es als kostenfreie Textversion auf gamersglobal.de. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da.